Liebe Europäerinnen und Europäer, Deutschland ist die viertgrößte Volkswirtschaft weltweit. Laut Klimaschutzbericht wird es seine Klimaziele für 2020 deutlich verfehlen. Die Durchschnittstemperatur des Jahres 2018 in Deutschland war die wärmste seit Beginn der Wetteraufzeichnung von 1850. Länger aber als 1850, nämlich seit über 200 Jahren, setzen sich die Naturfreunde in mehreren Ländern für einen grundlegend umweltbewussten und sozial gerechten Wandel ein. Und ich freue mich jetzt hier, Marita Strasser, Geschäftsführerin von den Naturfreunden in Deutschland, begrüßen zu können. Sie war lange Gesicht der Anti-TTIP- und Anti-CETA-Bewegung, als sie noch bei uns bei Campact mit dabei war. Jetzt ist sie bei den Naturfreunden und spricht zu euch. Begrüßt sie! Vielen Dank, Christoph, vielen Dank, liebe Freundinnen und Freunde. Ach, Europa, wann wirst du endlich die Klimakrise beantworten? Frankreich und 8 weitere Staaten wollten die CO2-Emissionen bis 2050 auf Null bringen. Unsere Kanzlerin Angela Merkel fand das irgendwie verbal gut und verhinderte es dann. Und das ist so typisch für ihre Politik, dass wir bis 2050 klimaneutral sein sollen. Denn klimaneutral könnte auch bedeuten, dass Atomkraftwerke weiterlaufen. Und dieser und anderer Unsinn dieser Art muss ebenfalls verhindert werden. Die Emissionen müssen gesenkt werden, denn die Klimakrise ist jetzt. Ach, Europa. Es gibt gute Beispiele für europäischen Umweltschutz. Wasser, Luft, Naturschutzgebiete, alle auf dem Papier mit starken Richtlinien geschützt. Aber die Bundesregierung missachtet diese Gesetze und unsere Gesundheit, weil ihr die Gewinne der Autokonzerne wichtiger sind. Die Zeit für eine beinharte Durchsetzung des Umweltrechts ist jetzt. Ach, Europa. 57,5 Milliarden Euro werden überwiegend für eine Agrarpolitik ausgegeben, die das Artensterben und das Höfesterben gleichermaßen eskalieren lässt. Bei den Vorschlägen für eine neue Agrarpolitik ab 2020 folgt aus dieser Einsicht ganz genau nichts. Wir stehen hier, weil wir mit diesen Milliarden Besseres anzufangen wüssten. Viele gut bezahlte Arbeitsplätze auf dem Land, nachhaltig produzierte und gesunde Ernährung, für Bienen, Kräuter und Vögel eine Heimat und für uns eine Zukunft. Denn die Artenkrise ist jetzt. Ach, Europa. Wir haben das Ende des fossilen Zeitalters zu bewältigen. Wir müssen emissionsfreie Mobilität zustande bringen. Wir müssen die strahlenden Altlasten und die klaffenden Löcher einer verfehlten Energiepolitik beseitigen. Und immer noch ist nicht wenigstens der Euratom-Vertrag gekündigt. Ausstieg und Rückbau aus der Atomkraft in ganz Europa sind nötig, denn Atommüll und uralt Atomkraftwerke gefährden uns jetzt. Das nächste EU-Parlament und die nächste EU-Kommission müssen eine andere Politik machen. Wir brauchen Nachhaltigkeit statt Raubbau, Gerechtigkeit statt Gier und Demokratie statt Liebedienerei für die Konzerne. Wir werden der Zerstörung unserer Lebensgrundlagen nicht länger zusehen. Natur kennt keine Grenzen und ihre Bewahrung darf auch keine Grenzen kennen. Dafür stehen wir hier. Vielen Dank.